Hi Leute und recht herzlich willkommen bei Dragon Ball Xenoverse. Yeehaw! Oh, ich freue mich schon so auf dieses LP, ihr glaubt's gar nicht. Das wird nicht blind. Die erste Folge wird blind, zumindest. Ich habe mir nur mal die ersten 5 Minuten gerade eben wegen Ton und so abmischen angeschaut. Ich hoffe, dass es jetzt so okay ist, wie es jetzt ist. Ja, wenn nicht, kann ich das noch im Nachhinein ändern, aber ich denke, so ist auf jeden Fall nichts kaputt. Joa, ich hoffe, dass ihr auch alle gehypt auf dieses Spiel seid und ich hoffe, dass ihr es euch auch alle holt. Ob jetzt für PC oder PlayStation 4. PlayStation 4 wäre nämlich cool. Wär auf jeden Fall cooler, so rum. Ich plane nämlich ein kleines Community-Projekt. Ja. Ich denke nämlich, dass ich Dragon Ball Xenoverse regelmäßig livestreamen werde und dann gegen euch, mit euch, Parallel Quests und was weiß ich, was alles hier. Ihr wisst noch gar nicht, von was ich rede, aber glaubt mir, das Game hat einen ordentlichen Online-Modus. Oh ja, das hat's. Deswegen hoffe ich, dass viele von euch das auch holen und dann in den Livestreams dabei sind. Okay, ich würde aber auch sagen, wir starten dann einfach mal das Game, ne? La, hey, Jala. Oh Gott, ihr habt's auch gerade im Intro gesehen, das ist so gut. So. Ich weiß übrigens nicht, wie ich diese Aufzeichnung da wegmachen kann. Das stört mich ein bisschen, dass die Meldung immer kommt. Ich hab's nicht mal aktiviert. Oh ja, 762. Wir stehen kurz vor der Ende der Freezer-Saga. Und es geht übrigens gleich los. Man kann auch gleich sofort kämpfen, richtig? Und da ich ein paar Videos gesehen habe und vorhin schon mal die ersten 5 Minuten gespielt habe, kenne ich zumindest die Steuerung einigermaßen. Das ist Blocken. Das ist ein Breaker-Angriff, Geist-Explosion, also so ein Rundum-Angriff, den es auch in Chase-Stars gibt, der einfach mal alles unterbricht. Das ist ein super Kamehameha. Oh, schöne Sequenz, oder? Und das ist übrigens ein normales Kamehameha. Kann man ein bisschen aufladen. Und das war's schon mit Freezer. Der Rest erkläre ich euch dann beim nächsten Gegner. Und der nächste Gegner ist... noch nicht bereitstehen. Das müsste ich eigentlich wissen. Ich habe es gerade eben erst gesehen. Ah. Und hier kommen ein paar Szenen aus der Serie. C17, C18, Cell, Mr. Satan. Und jetzt sind wir bei Cell. Ja, 767. Wird eigentlich das Jahr jemals in der Serie genannt? Man kann übrigens auch teleportieren. Dankeschön. Und... komm her, Cell, komm her. Dankeschön. Bam. Das ist natürlich eine sehr schöne Kombo. Und ich werde einfach mal teleportieren. Verdammt. Ich weiß noch nicht so richtig, wie man aus einem Angriff heraus teleportiert. Das werde ich noch rausfinden. Ich frage mich, ob man das unterbrechen kann. Das Wichtigste war mir beim Sound erstmal, dass man die Stimmen auch gleich wie meine Stimme hört, also von der Lautstärke her. Dann ist alles okay. Der Rest kann ich noch nachmixen, wenn es unbedingt sein muss. Und ein Super Kamehameha. Wir sind zwar nicht Gohan, aber hey, so genau müssen wir es jetzt gerade nicht nehmen. Das kommt sicher noch. Garantiert noch. Süß. Ab jetzt ist es blind, übrigens, so als kleine Randanmerkung. Ich werde euch das Spiel natürlich auch noch ordentlich erklären, keine Sorge. Es ist ein bisschen, ich weiß, ein bisschen heftiger Start für die Leute, die es nicht kennen. Das Outfit von uns ist schön zerfetzt. Oh. Go Tanks, go. Wer von euch schaut eigentlich die aktuelle Dragon Ball Serie, also Dragon Ball Kai? Ich bin da ein riesen Fan von und schau die jedes Mal, wenn sie rauskommt. Und jetzt kämpfen wir schon gegen Kid Buu und Super Saiyajin 3. Okay. Von mir aus. Boah. Das ist übel, aber wir haben keine Extra-Attacke. Das kommt sicherlich später auch noch.
Ah, wow, oh Gott, das sieht geil aus. Okay. Wir teleportieren uns einfach mal. Da. Ich denke mal, wenn man im richtigen Moment blockt, dann teleportiert man sich so über Chase Stars. Bin mir da aber nicht sicher. So, wir werden uns gleich mal... Moment. Kann man, macht man damit auch Schaden mit diesem Dash? Das wäre cool. Weil, ich meine, so schnell, wie wir gerade unterwegs sind. Und, ja, das Spiel ist übrigens verdammt schwer später, habe ich mitbekommen, wenn man, weil es halt schon sehr viele RPG-Elemente enthält, wie ihr nachher sehen werdet. Und man auch leveln muss. Und seht euch diese Grafik an. Also, ihr wisst ja, ich bin keine Grafikhure oder so, aber davon bin ich schon deutlich beeindruckt. Die Zeit ist verändert. Zur Charaktererstellung. Für die Leute, die es nicht kennen. Wir werden beschworen. Wir persönlich werden beschworen. Okay, wir kommen wohl aus einem Paralleluniversum, in dem wir alles Mögliche sein können. Wen werden wir sein? Das war übrigens nicht die ganze Intro-Sequenz, deswegen habe ich das jetzt mal gelassen. Ah, das nervt, diese Anzeige. Ne, egal. Wir können auswählen, wen wir sein werden. Erdling, Saiyajin, die sich dann später natürlich auch in, ihr wisst schon, was verwandeln könnt, können. Wahaha, und was zu spoilern. Nicht, dass man da irgendwas spoilern könnte. Oder ein Majin, das ist auch cool. Geringe Ausdauerung, Verteidigungsbonus bei maximaler Ausdauer statt geschlechtsabhängig. Okay, ah, okay, klar, die beiden sehen ordentlich unterschiedlich aus. Dann Saiyajin, Kriegerstamm, wenig Gesundheit, hohe Angriffskraft, steigt bei niedriger Gesundheit, alle Stats steigen nach Wiederbelebung. Oh, okay, cool. Ausgeglichene Statistiken, Offensive und Defensive. Ki füllt sich automatisch und Angriff steigt bei Max. Bei Max was? Okay. Ein Namekianer. Stimmt, es gibt keine weiblichen Namekianer, oder? Ja, doch, kam in der Story nie. Die sind, glaube ich, zwittrig. Wenn ich mich richtig erinnere. Klar, die legen Eier. Hallo, ja, doch, sind sie ja natürlich. Wenig Angriff, aber hohe Gesundheit und Ausdauer steigt schnell. Objekte effektiver als bei anderen Spezies. Erzeugt Gesundheit, wenn niedrig. Also, wir erholen uns ein bisschen wieder. Und Freezer-Clan. Hohes Tempo, aber geringer Angriff. Kann Gegner mit Ki-Explosion lähmen. Tempo-Bonus bei wenig. Oh Gott.
Tja, Leute, jetzt kommt der große Part der Charaktererstellung. Na Quatsch. Ich werde die erste Episode wahrscheinlich ein bisschen länger halten, wenn alles so klappt, wie ich denke. Damit ich ein bisschen vorankomme. Und ich werde das Spiel auch offscreen weiterspielen. Besser gesagt, nicht den Charakter, den wir jetzt erstellen, sondern einen anderen Charakter werde ich dann machen und offscreen weiterspielen. Schätze ich mal. So zumindest der Plan. Wen nehmen wir? Ich meine, ich möchte eigentlich keinen Saiyajin erstellen, weil, ja, jeder wird ihn erstellen, oder? Glaube ich zumindest. Ich würde auch jetzt privat einen weiblichen Charakter erstellen, einfach weil ich mir in MMOs oder sowas auch immer weibliche Charaktere mache. Don't question it. Aber ich werde jetzt mal fürs LP einen männlichen machen. Sollen wir einen dicken Buu nehmen? Gott. Oder Namekiana. Ich mochte eigentlich Piccolo schon immer. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich jetzt nehmen soll. Aber ich schätze mal, wir bleiben bei Erdling. Erdling ist langweilig, ne? Oh Gott. Ich will natürlich auch nichts verpassen und keine Ahnung. Ich denke, wir nehmen Namekiana. Ja. Einfach weil man, glaube ich, mit dem ein bisschen... ja. Der hat wenig Angriff, aber wir können... keine Sorge, er startet mit wenig Angriff. Wir können trotzdem voll auf Angriff gehen im RPG-Stil und dann hat er trotzdem, denke ich mal, einigermaßen guten Angriff. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal ein Piccolo-Ding. Oder? Warte mal. Wie sieht das hier aus? Männlich. Warte mal, ich schaue erstmal, was man da machen kann. Eventuell nehme ich auch den. Ich werde auf jeden Fall groß machen. Bisschen dünner. Okay, so viel Personen gibt es hier nicht. Das ist am besten. Oh, schön viele Frisuren. Okay. Was passt da am ehesten? Das hier passt am ehesten zu meiner Frisur heute Morgen. Irgendwie. So, was haben wir sonst noch? Oder das hier. Das würde nicht zu meiner Frisur passen. So lange Haare habe ich nicht. Nope. Nehmen wir mal den hier. Wir können auch die Farbe ändern, ne? Ja. Okay, machen wir nachher. Augen. Oh, Moment. Ah, okay. Sind wir da? Wir nehmen einen freundlichen Charakter. Von dem her. Nicht den. So, den hier. Ich möchte einfach mal ein bisschen hier rum tippen. Ich denke mal, ich werde dann eine Annotation oder sowas hinmachen, damit ihr die Charaktererstellung auch überspringen könnt. Falls ihr das nicht wollt. Sehen wollt, so. Pillen. Moment. Wieso gibt es hier Typ 1 und sich. Okay. Warte, da fehlen ein paar Nummern davor, möchte ich nur so sagen. Na, große Augen hier. Nase. War eigentlich so okay, finde ich. Passt schon. Mund, Kinn. Haben wir auch normale, freundliche mit einem kleinen Kratzer, weil wir haben ja schon ein paar Kämpfe hinter uns, ne? Und Ohren. Das sieht eher wie. Naja, nicht ganz so lang wie Ähnelohren. Schade, ich hatte ursprünglich übrigens gedacht, dass ich mir so eine Art Sogeking-Charakter mache, aber es geht natürlich nicht. So unterschiedlich kann man die Charaktere jetzt auch nicht machen. Deswegen weiß ich noch nicht ganz, was ich nehmen werde. Hautfarbe kann man wirklich viel einstellen. Kellerkind, wow, okay. Also ich hatte auch schon so eine Hautfarbe. Na Quatsch, das ist ein bisschen zu heftig, das ist weiß. So wirklich Kellerkind... das vielleicht. Ja. Haarfarbe. Meine Haare sind ja komplett schwarz. Wie die Nacht. Rot sieht auch cool aus. Das ist ein bisschen zu leuchtend. Grüne Haare. Na, wenn dann, glaube ich, blaue Haare. Sowas, genau. Das sieht auch cool aus. Augenfarbe. Okay. Kostümfarbe oben. Haben wir leider nur zwei Sachen. Achso, ah, okay. Verstehe, dann wählen wir hier was Grüneres aus. So. Und hier ein bisschen Schattierung von Blau, bitte. So. Das sieht doof aus. So. Jetzt die Farbe unten wählen wir natürlich auch was Ähnliches. Sowas. Und der Gürtel ist... grün. Passt das? Nein, das passt nicht. Das ist auch nicht besser. Okay, der hat blau.
So, das ist... Oh Gott, Name wird auch noch schwer gleich. Ich habe versucht, dass mir gerade einfach irgendwas einfällt, aber nein, das tut es nicht. So, Schuhfarbe. Eigentlich okay, nur hier dann auch noch blau. Wir sind komplett in blau. Übrigens, eigentlich meine Lieblingsfarbe ist schwarz, aber schwarz per se ist ja keine Farbe, sondern je nach Farbsystem alle Farben oder keine Farben. Ja, aber so als zweite Lieblingsfarbe habe ich ja nicht immer blau, wie ihr vielleicht seht. Sehr blau, aber man kann später, glaube ich, die Rüstung und so noch ändern. Wird schon irgendwie passen. Also entweder so ein Mensch oder ein Namekianer. Ich glaube, ich nehme einen Mensch erstmal. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Sieht ein bisschen psycho aus mit den grünen Augen, aber das ist okay so. Name und Stimme, genau. Stimme. Also. What the fuck? Das hört sich an wie Link. Okay, den nehme ich. Und Name. Okay. Ha, das ist cool. Ich mag diese Tastatur übrigens, weil ich sehr gut mit Movement-Steuerung zurechtkomme. Deswegen tippe ich auch immer gerne mit der. So. Da macht man dann nach oben. Okay, Namen. Da brauche ich mal kurz 2 Sekunden. Ja, ich glaube, den Namen nehme ich. Und zwar Aotiru. So. Ja, irgendwann kann ich den auch selber aussprechen. Aotiru, doch. Oder kurz Ao-san, Ao-kun. Irgendwie sowas. Ihr dürft es euch gerne aussuchen. Kommt teilweise von Aoi, also blau. Und der Rest ist einfach nur so angehängt, weil Chiru, Kojiru, so sind... Ja, gibt ein paar japanische Namen, die so enden. Deswegen Aotiru. Sü, aber wisst ihr was? Ich werde noch mal kurz meine Haarfarbe verändern. Fiel mir so auf, weil das Blau stört schon irgendwie ein bisschen. Deswegen werde ich, denke ich mal, dann schon schwarz oder in andere Farben machen. So grau, oder? Ja, mach so. Das ist, glaube ich, besser, dann ist nicht ganz so blau. Außerdem werde ich die Kostümfarbe oben zu einem Orange ändern. Sowas. Ja, manchmal braucht man eine kurze Weile, um es zu überlegen. So, damit haben wir doch schon ein bisschen bessere Farben für Dragon Ball Charaktere, oder? Finde ich zumindest. Aotiru. So. Jetzt macht zwar das Aotiru nicht mehr so... Doch, macht immer noch Sinn. Das ist immer noch blau. So. Passt schon. Vielleicht die Augenfarbe tatsächlich auch noch verändern. Ja, ihr merkt schon, ich mache mich immer sehr schwer mit... So, machen wir halt da ein Blau. So, perfekt. So passt das schon. Es gibt ja keinen richtigen und falschen Charakter. Es gibt nur einen, der den einen persönlich gefällt oder nicht gefällt. So, der gefällt mir so. Das passt. Ich mag es auf Tuchfühlung. Was beginnt das Spiel mit überwiegend Schlagfähigkeiten? Ich bleibe hinter dem Feuer dort. Mit überwiegend, nah oder fern, ich halte Balance. Ich würde auch sagen, Balance ist wichtig. Also ich mag es auch nicht, wenn ich in irgendeinem Spiel zu viele Fern- oder zu viele Nahangriffe habe. Deswegen, ja, keine Ahnung. Früher habe ich immer gerne Magie gespielt in MMOs und so. Ab und zu oder in letzter Zeit mag ich das dann nicht mehr so hundertprozentig, weil ich dann überhaupt nichts im Nahkampf kann. Deswegen, ein bisschen Balance ist ganz gut. Ja, sehr schön. Aotiru, begrüßt alle Aotiru, unser neues Headset-Piraten. Teammitglied. Ich hoffe, ihr versteht euch gut. Ich denke schon, irgendwie. Erst der Anfang. Du hast eine Trophäe erhalten. Yeah, gleich natürlich eine Trophäe. Die Ladescreens sind echt kurz, muss ich sagen. Das gefällt mir. Wo sind wir hier? Das sieht freaking cool aus. Scheint der Schlangenpfad oder sowas zu sein. Shenlong. Hi, Shenlong. Oh, das war's mit Shenlong. Ich frage mich, ob man ihn auch wieder sammeln kann.
Und das scheinen auch besondere Dragon Balls zu sein. Ich meine, wenn er ein neues Leben erschaffen kann, das kann, glaube ich. Das können, glaube ich, die alten Dragon Balls nicht, oder? Oh, natürlich, gleich mal ein Kampf. Mit dem Schwert, hallo, ich bin nur ein Krieger. Ach, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Und jetzt kommt das Tutorial, das weiß ich auch noch, von Kieras Video. Stimmt, das hat sie gespielt, diesen Kampf. Ja, Bewegung, Kamerabewegung, Sprung. Man kann natürlich jederzeit fliegen, so wie man es von Budokai Tenkaichi oder so gewohnt ist. L2, nach links. Ich sag heute wieder so viel Sorry, wenn ich aufgeregt bin in einem neuen Spiel oder sowas, dann fange ich immer voll oft mit an. Bleh. Tippe L2 an oder halte L2 an, tippe L1 um eine Schrittbewegung zum... Ah, okay. Sehr schön. Anvisieren R1. Das haben wir schon kennengelernt. Schwache Angriffe, starke Angriffe. Options. Ah, Komboliste. Kreis für reguläre Ki-Angriffe. L1 Kreis für einen Wurf. Dreieck Kreis für einen Rückschlagangriff. Wir werden wahrscheinlich noch alles lernen. Was haben wir hier? Ah, Folgeenergiestrahl, okay. Bei gegnerischer Abwehr, halte Dreieck für einen aufgeladenen Angriff. Ah, Abwehrbrecher, okay. Verstehe, manche aufgeladenen Angriffe sind auch in einer Combo möglich. Beobachte Gegner genau, um sie mal... Okay. Ah, drücke während einer Combo X, um mit der Teleportation hinter den Gegner zu gelangen. Ah, okay. Verstehe. Was haben wir hier denn noch alles? Nachbild. Was macht Nachbild denn? Wahrscheinlich ein Konterangriff. Ach, du willst sowieso erstmal nur. Ah, verdammt. Ah. Will aber auch nicht angegriffen werden, okay. Ach so, ich soll wahrscheinlich einen Abwehrbrecher machen. Das wusste ich natürlich. Okay. Halte L1 zum abwehrfeindlichen Angriff. Beim Abwehren lässt dein Ausdauer nach. Okay, das dachte ich mir schon. Ah, okay. Brechbar gibt's, wenn man... Okay, gut, das kennt man so. Eine ideale Abwehr ist ein Schritt zurück. Ah, oh nee, es friert den Gegner ein. Ah. Ah, okay. Wenn du durch Angriffe Schaden nimmst oder Angriff abwehrst, drücke X oder mit Teleportation hinter. Okay. Du brauchst zwei Ausdauer anzeigen und eine Ausdauer anzeigen, wenn du abwehrst. Ah, also kann man so sehr gut hinter den Gegner kommen. R2 für Spezialfähigkeiten. L2 R2 für Ultimate Moves. Du kannst maximal zwei Ultimate mit Dreieck oder Viereck einsetzen. Ah, okay. Halte L2 und R2 um die Steuerleitung für Ultimate Moves zu öffnen. Du kannst maximal eine Ausweichfähigkeit registrieren mit X einsetzen. Einsetzen bist du für kurze Zeit unbesiegbar und weißt du für. Ah. Zu viele A's gerade. Aber es ist halt auch wirklich so. Dieses Kampfsystem jetzt schon und ich kenn's noch nicht mal so richtig. Hä? Machst du da nochmal was? Kann ich? Okay, das geht nicht beim Projektil abwehren, was ich da gerade versucht habe. Bam. So, sehr schön. Das war ein Finisher. Von mir aus. Für mich sieht das so leicht aus wie ein männlicher Videl. Was jetzt nicht unbedingt so schlecht ist, weil Videl ist vor allem mit ihrer kurzen Frisur nicht unbedingt weiblich aussieht, von dem her passt das schon. Ah, ja, das kennt man natürlich. Ein schöner Endbildschirm und Z-Rang schätze ich mal perfekt, weil, naja, ist die erste Mission, man konnte jetzt eh nicht so viel falsch machen wahrscheinlich. Jetzt entschuldigst du dich. Mein Name ist Trunks. Ich arbeite in dieser Welt. Okay. Wie du siehst, ist das nicht die Welt, die du kennst. Das sehe ich. Tokitokito wird
時の流れが集まる世界なんです。Toki Toki no Ningen. Er hat die Zeitfrucht gegessen. Oder die Tic-Tac. Nee, Toki Toki heißt schon Zeit, glaube ich. Irgendwie hört sich das an wie eine Teufelsfrucht, sorry. 俺たちはここでタイムパトロール。Zeitpatrouille, okay. 正しい歴史の流れから外れ、間違った未来を生んでしまう。歴史の改変を元に戻す仕事をしています。タイムパトロール隊員はあらゆる時代で戦うことになります。時には伝説の武道家や超パワーの戦士たちとも。どうですか？あなたの力がどこまで通用するか、ここで試してみませんか？Boah, klingt ganz gut. なんて、突然言われても困りますよね。ここには、俺の他にもタイムパトロール隊員がたくさんいます。よければ、一度話を聞いてみてください。返事はそれからでも構いません。Okay, wir können also erstmal mit den Leuten reden. Ah, das ist also die Oberwelt, von der ich schon einiges gehört habe, aber noch nicht gesehen habe. Wo man Missionen annehmen kann und so.Toki Toki Stadt hat ein Zeitfeld, ein Industriegebiet und den Zeitmaschinenplatz. Hier sind überall Zeitsoldaten, sprich mit ihnen. Ah, okay, dann ist das andere, was ich gesehen habe, ein Teil davon. Chatliste, Chatlogs, Zielwechseln, Karte, Gesten, Spielerinfo. Genau, das hier ist dann auch der Online-Modus. Also hier können dann durchaus auch mehrere Leute rumlaufen, was ziemlich cool ist. Options, genau, Ausrüstung gibt's.Es gibt Events. Kann man fliegen? Nein, fliegen kann man offenbar nicht. Huch. Was werde ich tun? Ich habe keine Ahnung, was ich tun werde. Sorry. Rezo ist wohl auch einer davon. Okay, Chat, du kannst verschwinden. Dankeschön. Auf dem neuen Planeten Namek gibt es Kriegertypen. Sie sollen so stark sein wie Saiyajin und wir. Oh, oh, okay. Ich bin echt gespannt, wie die ganzen Rassen und so reinkommen.Ich wäre ja schon mal dann interessiert, mal von allen einen Charakter zu erstellen. Das ist Klauk, Hakusa, Tirith. Ob es auch noch versteckte Rassen gibt, die man erst nach einmal durchspielen benutzen kann. Oder so? Nicht spoilern, bitte. Überhaupt, in diesem Spiel bitte in die Kommentare keine Spoiler. Außer den offensichtlichen Charakteren, die halt nun mal in Dragon Ball Z-Spiel vorkommen, die man jetzt auch schon gesehen hat oder gegen die wir jetzt auch schon gekämpft haben.Das ist natürlich okay, aber bitte nichts, was storymäßig alles über den Haufen wirft. Na gut, das hast du. Oh, du bist also der Krieger, den Shenlong gerufen hat. Es kursieren Gerüchte, dass du ein Spezial-Elite-Mitglied bist. Das hätte ich nicht erwartet. Menschen sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. Ich bin auch ein Zeitsoldat, also ich bin dein Vorgesetzter. Solltest du irgendwas brauchen, komm zu mir. Ich bringe dir bei, was es heißt, ein Zeitsoldat zu sein. Okay.Ah, lokaler Kampf gibt es natürlich auch. Da kann man, glaube ich, zu zweit zocken. Man kann das Ganze auch im Koop zocken und blabliblub. Aber ich sollte euch wohl erstmal das grundlegende Spiel dann gleich erklären. Das Ganze ist nämlich eine Art Action. Ein Fighting-RPG könnte man schon sagen, weil ihr werdet gleich sehen, es gibt massig Ausrüstung. Man kann alles Mögliche. Man kann jederzeit die Uniform wechseln, das ist schön. Die Uniform haben...verschiedene mögliche Rassen, sie haben verschiedene, ja, ihr seht, Attribute und so, Fähigkeiten kann man selber anpassen, wenn man da was hat, haben wir natürlich jetzt noch keine, aber wir können sehr viel anpassen und wir haben drei Attribute, die wir verteilen können, das ist super. Ich werde mal was in Gesundheit reinsetzen und etwas in maximale Ausdauer.Ja, machen wir erstmal so. Das passt. Ja. Ich werde garantiert nicht perfekte spielen oder sowas. Chat bearbeiten? Ah, okay, cool. Voreinstellung und Tasche. Items, Fähigkeitenliste. Ihr seht, das ist in der Oberwelt und so schon deutlich wie in RPG gehalten. Aber dann natürlich im Kern den Kampf, den ihr gesehen habt. Imai.Wir Zeitsoldaten schützen den Zeitfluss und leiten ihn auf den richtigen Weg. Wir kümmern uns um Bösewichte, die die Geschichte stören wollen. Wir brauchen Kraft, um sie zu bekämpfen. Deshalb trainieren wir oft. Okay. Zeitsoldaten, das ist eine coole Idee. Yokoso, willkommen beim Raumzeitzustellung. Du kannst andere Geschenke schicken oder welche erhalten. Wir haben momentan noch geschlossen. Ah, okay. Ich weiß auch noch nicht, ob ich schon online kann.
weil es gab noch ein System-Update. Das könnte da einen Riegel vorschieben. Ansonsten... Huch. Das ist ein Tier. Meinst du Wasser? Nein, natürlich nicht. So, wahrscheinlich kann ich auch noch in die anderen Gebiete gehen irgendwie. Ich kann springen immerhin, das ist gut. Das ist übrigens auch das Hauptmenü, falls ihr das noch nicht unbedingt gemerkt habt. Es gibt, glaube ich, kein so richtiges Hauptmenü, sondern man kann hier überall rumlaufen. Wie viele Wünsche werden durch Dragon Balls gewährt? Ich habe viele Wünsche. Es gibt Schuhe und Handtaschen, die ich will. Was soll ich nur tun? Okay, okay. Lassen wir die Damen mal in Ruhe. Ansonsten scheint hier das ist der lokale Kampf und da hinten was ist das für ein Missionsmodus. Erstmal hier alles schön schauen. Da unten sind Dinge mit Kapseln. Heißt das, da kriegen wir was oder heißt das, das ist tatsächlich ein Modus für Kapseln? Hm. Was haben wir hier? Seacock. Oh. Hey Kumpel, harte Arbeit als Zeitsoldat, ne? Bist du ein Neuling? Hier ist ein Zeichen meiner Freundschaft. Ich passe immer auf dich auf und nun von nun an viel Glück. Energiekapsel, yay. Sehr schön, können wir auch gleich mal anpassen. Kampfobjekte. Energiekapsel, das ist sehr wichtig, habe ich gehört. Kann ich noch nicht durchschreiten. Ey, muss nicht so lang weg, so langsam weggehen. Was ist das? Hey, was ist ne? Wenn du irgendwas über Versus Modus, Pico oder Tokitoki Stadt wissen willst, frag mich, Datenbank wird geladen. Hi. Offenbar noch nicht. Interessant. Wo ist denn eigentlich Trunks hin? Ja. Wir sollen ja irgendwann dann wieder mit ihm reden. Ich denke mal, wir machen das. Ja. Ah. Okay, wir müssen wohl mit den Leuten reden. Wir müssen mit Leuten reden. Oh mein Gott. Nee, Quatsch. So. Ja. Mal sehen, du bist so schwach. Was suchst du überhaupt hier? Hey. Ich hab auch meine Ehre. Ah, ich kann hier durch. Okay. Dann schauen wir uns wohl weiter in der Stadt um. Sehr interessant. Hier ist schon einiges gefüllt. Mischladen. Ja, man kann Kostüme kaufen. Es gibt Charaktere als DLC und so, habe ich gehört. Ich glaube, es gibt sogar jetzt schon Charaktere als DLC. Vom Fächchenladen. Werde ich mir natürlich alle holen. Früher oder später. Okay, die haben eh noch nicht offen. Mit wem soll ich denn dann reden? Ich glaube, wir sollen einfach nur einmal durch die Stadt gehen oder mit allen Fragezeichentypen reden. Das kann auch sein. Ja. Hi. Hey, bist du ein Fremder? Bist du ein neuer Zeitsoldat? Für den Job musst du stark sein. Kann ein Neuling wie du das denn? Weiß ich nicht. Kann ich das? Ich denke schon. Ich meine, ich bin hier in dem Spiel und so. Es wird schon irgendwie gehen. Kein Stress, Mann. Kein Stress. Oh Gott, ich weiß noch gar nicht, ob die Aufnahme überhaupt klappt. Ich bin etwas paranoid bei solchen Dingen, wie ihr wisst. So... Aber ich möchte auf jeden Fall die erste Story-Mission starten. Fragezeichen, will ich das? Das dauert wahrscheinlich eine Weile, aber egal, wir machen es trotzdem. Ich reise durch die Zeit, um Verzerrungen in der Geschichte zu beheben. Verzerrungen können Katastrophen auslösen, sei du auch vorsichtig. Oh, das ist ein cooler Job. Den wir dann wahrscheinlich auch irgendwann mal machen werden. Online-Kämpfe, ah, Online-Parallel-Quests. Very nice, very nice. Und das hier sieht auf jeden Fall danach aus, als ob es hier sehr viel mehr Charaktere geben wird. Zeitmaschinen-Landeplatz. Ah. Oh, wirklich? Mr. Satan. Eyo no Satan. So. Jetzt hier hin, da nirgends hin. Okay. Gut, dann laufen wir einfach mal. Ich wünsche, ich könnte schneller laufen, aber es geht mit der Geschwindigkeit. Passt schon. Musik ist auch schön. Kann man sich nicht beschweren. Und das ganze Gebiet hier sieht echt wunderbar aus. Und sobald ich online bin, werden hier auch andere Leute rumlaufen, was auch ziemlich cool ist. Definitiv. So, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ich hoffe, das reicht dann schon. Um hier alles zu triggern. Wie sieht's aus? Ich hoffe mal zumindest. Ja, genau. Perfekt. Super. Dann passt es. Huch. Hi. Ja. Story, gib mir mehr Story. Ich will die Story sehen, die echt geil sein soll. Du bist sicher hier, um der Zeitpatrouille zu helfen. Vielen Dank. Ich habe mir von Shenlong einen starken Helfer gewünscht. Jemand, der an meiner Seite kämpft. Komm hier entlang. Offenbar werden wir mit Trunks oft kämpfen, so wie es aussieht. Ich bin so gespannt auf die Mission. So gespannt. Lädt. Ja, wirklich kurze Ladezeiten. Das ist super. Da muss ich nichts rausschneiden oder so. Das ist geil. Zeitness. この場所を管理しておられる
時の海王神様のお住まいと。Der Kaioshin der Zeit. Cool. 国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。ぜひお願いしたい仕事があるので、早速ですが、国蔵庫へ行きましょう。Okay. Offenbar gehen wir gleich zur Kammer der Zeit. Gut. Das scheint das Tor in andere Welten zu sein, eventuell. Ah, nee, das ist ein Computer, offenbar. Kore wa owari to hajimari no shou. Uchuu no jikan, rekishi no nagare, subete ga kaki shirusareta makimono desu. Desu ga, ie, mazu wa kore o mite kudasai. Ja, sieh mal, 61. Ja, so passierte das nicht. Definitiv. Goran no tori desu. Jikū ga yugami, anata no tsutai kiiteiru rekishi to wa ketsumatsu ga kawatte shimatteiru hazu desu. Oretachi no te de honrai no kekka ni modoshi, rekishi no kaihen o naosanakereba narimasen. Anata no chikara de Gokū-san tachi o tasukete agete kudasai. Onegai shimasu. Natürlich helfen wir Son Goku. Dafür spielen wir ja das Spiel. Und die Zeit wird geladen. Und wir befinden uns im Jahr 761. Bei einem erbitterten Kampf zwischen Raditz und Son Goku. Der seinen richtigen Namen gerade erst erfahren hat. Und offenbar gerade überhaupt keine Chance hat. So sreba, omae mo, omae no musuko mo tasukete yaru. Sek, ora omae ra no nakama ni nante zettei nanne zok. So ka, dattara oasobi wa kore made da. No. Son Gohan ist sauer. Wow, was? Ah, gut, wir sind rechtzeitig angekommen. Ja. Oh, geil. Gut, dann kämpfen wir mal zu dritt gegen Raditz. Raditz, der offenbar mit dem Virus infiziert wurde. Verdammt, ich wollte gerade den Monster Hunter Hinweis machen, aber mir fällt gerade nicht ein, wie das Virus bei Monster Hunter heißt. Verdammt. Ah. Okay, besiege Raditz, Spieler TP verbraucht. Okay, ja, wir sind gestorben. Das hätte es uns auch anders sagen können, gell? Wow, what? Und uns freut das Kämpfen, okay. Wir passen definitiv ganz gut zu den anderen. So, wir können offenbar gerade noch nicht spezialmäßig. Doch, können wir natürlich. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt, sorry. Das ist cool, das kommt durch den Controller. Das ist vielleicht nicht so gut fürs Mikrofon, aber kommt definitiv cool rüber. Ah, Nachbild können wir auch noch machen.
カカロット貴様な、たった一人の兄を殺すつもりか。 Das hatte ich irgendwie vor, ja. Oh, fuck. 兄貴じゃねえって言っただろ。もうやめた。俺は心を入れ替えた。Ah, das sieht so cool aus. Wisst ihr das eigentlich? この星から引き上げてやる。Und im Moment ist es noch nicht wirklich schwer, übrigens, falls ihr das euch wundert. Ich lasse euch nur gerade das schöne originale Synchronsprecher genießen. Oh, das ist so gut, einfach nur. Hopp, nein, bitte nicht. Thank you. Moment, kostet das Ausweichen Ausdauer, nicht Ki? Das ist gut. Das ist sehr gut. Rang B, verdammt, wir wurden ein paar Mal getroffen. Ah, Aufstieg. Wir haben neue Attributpunkte bekommen. Und offenbar noch eine Fähigkeit oder was war das? Weiß ich gar nicht. Ah, jetzt können wir die Geschichte wieder richtig stellen. Oh Gott. Leider gehört auch das zu der Story. Zamamiyagare. Nan dattanda? Oizu. Wo sind wir hin? Das ist eine gute Frage. Aber ich denke mal, wir sind wieder zurück. Ja. Ja. 素晴らしい動きでした. とても初めてとは思えませんよ. Danke. 不要に歴史を変えることなく, 無事歴史の改変を食い止めましたね. Ein paar Nebeneffekte hätten wir können einbauen. Wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, so dass, wenn wir unsere Spuren hinterlassen. これであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て解決. Ah. Ah, Goku san no koto nara shinpai irimasen yo. Chanto Dragon Ball de fukkatsu shimasu kara ne. Spoiler! Hilfe! Oh Mann. Nein, Quatsch. Sore kara jitsuwa rekishi no kaihen ga okiteiru no wa ano makimono dake ja nai desu. Mata junbi ga dekitara koe o kakete kudasai. Onegai shimasu ne. Okay, das scheint also die Hauptstory zu sein. Oh, sehr cool, sehr cool. Mach's gut, Son Goku. Ja, wir mussten ihn leider sterben lassen. Glaube ich. Hoffe ich mal, dass wir das mussten. Was ist das für ein Geräusch? Naja, egal. Können wir hier eigentlich schon speichern? Weiß ich jetzt nicht. Passiert? Nein, ich weiß nicht, ob man schon speichern kann, aber ich schätze mal, ich werde es herausfinden gleich. Denn die erste Folge ist schon vorbei. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr gefallen hat, abonnieren. Meine Stimme ist nämlich auch irgendwie gerade kaputt. Jo, ciao Leute. Ein sehr cooler Auftakt, finde ich. Was haltet ihr davon?